Dieses Video ist Teil einer Videoreihe, in der ich dir kurz und knackig die drei wichtigsten Prinzipien beim Terme vereinfachen bzw. zusammenfassen erkläre. Hier in diesem Video fangen wir mit dem wichtigsten Prinzip an. Gleiches nur mit Gleichem zusammenfassen. Das heißt, du darfst unterschiedliche Sorten von Termen eben nicht zusammenfassen. Wie funktioniert das hier an diesem Beispiel? Zunächst mal solltest du dir den Term, den du vereinfachen sollst, immer zuerst komplett anschauen und die gleiche Termsorte mit einer bestimmten Farbe markieren. Hier zum Beispiel haben wir zwei Terme, in denen ein x vorkommt, die markiere ich hier mal mit blau. Und wir haben zwei Terme, in denen ein y vorkommt. Diesen Term können wir jetzt ganz einfach zusammenfassen. Wir rechnen die Terme, die zur gleichen Sorte gehören, zusammen. Also 2x plus 2x ergibt 4x und 3y plus 5y ergibt 8y. Also schreiben wir noch plus 8y dazu und das kann man vergleichen mit, dass man zwei Äpfel und zwei Äpfel zu vier Äpfeln verrechnet und drei Birnen und fünf Birnen zu acht Birnen, aber Äpfel und Birnen kann man dann eben nicht mehr weiter zusammenrechnen, weil es eben verschiedene Dinge sind. Und genauso ist es auch hier, wir können es jetzt nicht weiter zusammenfassen, weil nur noch verschiedene Termsorten dastehen. X und Y gehen nicht zusammen. Und am Anfang fühlen sich halt viele damit unwohl, weil sie das Gefühl haben, sie müssen das Plus, das da noch steht, wegbekommen. Aber bei Termen ist es einfach so. Man wird nicht unbedingt alle Rechenzeichen los. Aber daran gewöhnst du dich ganz schnell. Schauen wir uns das Ganze an einem zweiten Beispiel an. Denke erstmal selber nach. Was denkst du, welche Terme gehören hier zusammengerechnet und welche nicht? Tatsächlich haben wir hier drei verschiedene Sorten von Termen. Einmal die puren Zahlen, dann die Terme, in denen ein x im Quadrat vorkommt und einen Term, in dem nur ein x vorkommt. Das ist wichtig. X² und x sind zwei verschiedene Sorten von Termen und dürfen nicht zusammengefasst werden. Und das Quadrat an dem x darf man auch nicht einfach weglassen. Wie sieht das jetzt aus, wenn wir diesen Term vereinfachen? Wir fangen mal mit den x²-Termen an. Da haben wir einmal 4x² und einmal 6x², die ergeben zusammen 10x². Ja, 4 plus 6, 10 und Sorte vom Term bleibt stehen, x². Als nächstes schauen wir uns die Terme nur mit x an. Da haben wir nur einen, müssen also gar nichts rechnen und schreiben einfach dahinter plus 6x. Zum Schluss schauen wir uns noch die reinen Zahlen an und rechnen die zusammen. Und 5 plus 2 ergibt halt 7. Also plus 7 hinschreiben, endgültiger Term ist damit 10x² plus 6x plus 7. Und diesen Term kann man nicht mehr weiter zusammenfassen, weil x², x und reine Zahl verschiedene Sorten von Termen sind. Wahrscheinlich brennt dir jetzt aber eine Frage auf der Zunge. Warum haben wir denn zuerst die x-Quadrate zusammengefasst und nicht zuerst die Zahlen? Das ist im Prinzip egal. Du kannst auch zuerst mit den Zahlen anfangen, dann die x-Quadrate zusammenfassen und zum Schluss den x-Term hinschreiben. Oder in einer beliebigen anderen Reihenfolge. Das sind alles gleichwertige Terme, weil egal, welche Zahl man für x einsetzt, es kommt immer der gleiche Wert für den Term heraus. In welcher Reihenfolge du das also hinschreibst, bleibt dir überlassen. Also kannst du auch hier zum Beispiel hinschreiben, 7 plus 10x² plus 6x ist das Gleiche, zumindest gleichwertig. Schauen wir uns noch ein letztes Beispiel zu diesem Prinzip an. Probier doch zuerst mal selbst diesen Term zusammenzufassen. Einfach kurz das Video stoppen und wenn du es probiert hast, erkläre ich dir hier die Lösung. Das selber probieren ist wichtig, damit du selber siehst, ob du es verstanden hast und anwenden kannst. Auch bei diesem Term gibt es drei verschiedene Sorten von Termen. Einmal die xy-Terme, dann die reinen y-Terme und den einen x-Term. Die xy-Terme sind eine eigene Sorte. Zwischen dem x und dem y musst du dir dabei ein Mal denken, so wie auch zwischen den Zahlen und den Variablen. Und immer wenn zwei Variablen multipliziert werden, führt das zu einer neuen Termsorte. Wie müssen wir das hier jetzt zusammenfassen? Wir fangen mit den xy-Termen an. Da haben wir einmal 6xy und einmal 5xy. Wenn wir die zusammenrechnen, landen wir bei 11xy. 6 plus 5 ist 11 und xy bleibt stehen. Schauen wir uns jetzt die reinen y-Terme an. Da haben wir y und 3y. Wenn wir vor einer Variable nichts haben, also da nichts steht, dann musst du dir da eine 1 denken. Die 1 vor den Variablen lassen die Mathematik aus Faulheit weg. Also rechnen wir jetzt y plus 3y ist einfach 1y plus 3y ergibt am Ende 4y.
Und dann müssen wir nur noch den einzelnen x-Term abschreiben, weil wir den ja mit nichts anderem verrechnen können. Also plus 4x noch. Und insgesamt haben wir dann 11xy plus 4y plus 4x. Und auch hier ist die Reihenfolge der einzelnen Terme an sich egal. Allerdings gibt es schon etwas, was du beim Reihenfolgeändern beachten musst. Und die erkläre ich dir aber im nächsten Video dieser Videoreihe. Die zugehörige Playlist habe ich dir hier verlinkt. Da findest du alles zum Thema Rechnen mit Variablen.